Ich weiß nicht, ob das bringt, wenn man ganz in die Luft guckt. Auf jeden Fall fliege ich langsamer als ihr. Oder? Nee. Also du fliegst langsamer als ich. Oh, hast du eine Geschwindigkeitsanzeige? Gar nicht, oder? Nee. Ich hab relativ früh meinen Fallschirm gezogen. Ach so. Also, keine Ahnung, ich bin so 5 Sekunden gefallen. Auf jeden Fall kommst du eigentlich an jede Ecke der Karte. Wir kommen auch dahin, wo wir klettern am Anfang. Achso, du kannst bis zu einer gewissen Höhe kannst du der Gleiter auch wieder zurückpacken. Achso, und dann wieder ausklappen? Ja. Ja, und ab einer gewissen Höhe musst du dann wahrscheinlich. Kann ich auch sterben, wenn ich falle? Der fühlt sich dann wieder alleine, der Gleiter. Jo. Wollte Leo nach dem Test. Sehr gut zu wissen, ja. So, ich arbeite mich von der Stadt zu euch. Von hier vorne gleich das Haus. Ich glaube kaum, dass hier jemand übelst weit gesprungen ist. So wie wir. Bei 91 Leuten wird es schon auf dem Boden. Das sagt man auch immer bei PUBG. Ja, hier ist keiner tot. Aber ich kann ein bisschen was bei mir. Ich bin gerade zurück teleportiert. Achso, ja, das ist. Die Stadt hat sich selber gemacht. Was ist das blaue Wasser? Ich frage einfach alles, was ich wissen. Das blaue Wasser ist Schild. Gleich trinken. Ich kann mich nicht so nicht. Ja. Also ich meine Schnelltaste nicht. Was war das gerade? Warum geht das nicht? Dass du jetzt wieder. Nee, aber wenn ich hier 2 fürs Wasser nehme, dann nimmt er das nicht. Muss ich jetzt hier in den Inventar oder? Also, du musst das auswählen und dann musst du es mit Maus, mit der Maustaste bestätigen. Du musst es mit Teil. Wow. Ja. Ja, hier war doch gerade eine Kiste, ich hab's ja gehört. They see me rolling. Achso, wenn du irgendwie eine Wand zerklopst, dann ploppen da so eine Markierungen auf. Die musst du dann immer. Da musst du immer drauf dröschen. Weil naja, dann geht die Wand schneller kaputt. Ja, ach, hier in der Hundehütte ist die. Alter, was? Gerade eine Kiste in der Hundehütte gefunden. Ja? Na, mit auf die Karte gehen und rechte Maustaste. Alter. Langs aber hier ein bisschen. Leo, ich wurde gerade für deine Information, dass Nian Li ein taiwanischer Gehäuselieferant irgendwie ist, hart geflamed. Ist es nicht? Scheinbar nicht, weil er zu mir gesagt hat, ich unwissender, oder weil ich es nicht wusste. Achso, weil du es nicht wusstest. Also ich bin mir nicht sicher, er hat es noch nicht genau spezifiziert. Also ich habe nachgeguckt und die kommen aus Taiwan. Und das ist ein Gehäusehersteller halt. Bin ich auch Rüstung? Was? Bin ich auch richtige Rüstung oder ist nur dieses blaue Ding? Also keine keine optische. Sondern, okay, er meinte, dass ich unwissend bin, weil ich es nicht wusste. Alles klar. Na gut, dann könnte man sich ja immer abwenden dafür. Ich habe schon wieder eine Kiste. Angel-Limit? Was für ein Limit? Angel-Kapazitätslimit. Oben rechts siehst du 5 Slots, kannst du vollpacken. Also unten kannst du 5 Sachen. Also ja, du kannst unten. Wer schmeißt denn raus, was als nächstes drauf? Naja, was du gerade in der Hand hast. Was du ausgewählt hast, schmeißt da raus. Aber die Verbände kann ich stacken. Ja. Jo. Es gibt mehrere stackbare Gegenstände, aber. Im Looten komme ich gut hin. Also 15 Bandagen ist Maximum, habe ich gerade festgestellt. Voreinstellung ist ein bisschen kacke, oder? Was? Die Voreinstellung ist ein bisschen komisch. Was kann ich hier an Häusern bauen? Achso, du kannst Strukturen bauen. Ja, die sind zum Campen. Und da kannst du auch mit Team deine Items von den Slots umlegen. Ja, ja, ja. Weil das fand ich ziemlich nervig am Anfang. Ich mit dir dann auch erstmal umgelegt hab. Ja, so, ein bisschen spannend. Ja, wir sind drin. Was ist denn hier die andere Dreckskiste? Ich höre sie doch.
elastische Wand. Kann man so. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Hier für die Waffen oder Erweiterung für die Waffen? Nein, Toni, hör auf! Das ist ein sehr einfaches Spiel. Oh nein, ich glaube, ich habe schon wieder die Kiste kaputt gemacht. Also wenn ich einen Sniper will, dann muss ich ja auch einen Sniper finden. Jo. Ja. Fallen sind für die noch richtig harten Camper. Ja. Also wie wir es mitgekriegt haben, in den Lootkisten müssen ja Raketen auch drin sein, die dicke Sniper. Keine Ahnung, was noch. Hier oben liegt noch eine Submachine Gun. Eine grüne und eine Burst? Ich habe die Seltenheit, ja. Ja. Ja, also es gibt grau, blau, grün und orange und lila. Lila ist, glaube ich, das höchste, oder? Ja, kann sein. Gut, dass schon wieder der Dreiviertel-Server tot ist und wir noch keinen gesehen haben. Das ist der Vorteil, wenn man mega in der Zone sitzt. Außenfindlichkeit los. Auf 5 jetzt runter. Ja, ich mache mal anwenden. Die geht kaum niedriger, also jetzt ist es okay. Wir können uns auch richtig verbarrikadieren, ne? Wie sammeln wir das Holz dafür? Holz? Ja, sammeln Metall. Sammeln Metall. Aber wir brauchen doch erstmal Holz. Wenn ich Gegner. Nee, du kannst auch wechseln, wenn du quasi. Ja, aber wir brauchen Holz fürs hier unten. Nee, du kannst. Du auch nicht. Du kannst die Materialien wechseln mit rechter Maustaste. Ich weiß, aber lass doch von unten das Holz bauen, das ist am günstigsten. Weil die unter uns kommen und das Holz zerschießen? Ja, aber die müssen ja dann trotzdem das andere zerschießen. Das andere steht ja. Ich weiß nicht, ob es dann runterknallt, wenn ich ehrlich bin. Nee, tut's nicht. F5? So eine Falle, okay. Also F5 ist, da musst du Pläne einsammeln für. Ja, achso, ich habe einen Plan gefunden. Okay. Achso, ich dachte, das wäre nur einmalig. Ne, den kannst du dann immer bauen. Kann ich das mit normalen Waffen kaputt schießen, was du hier machst, oder? Du kannst alles kaputt schießen in diesem Spiel. Ja, aber auch mit normalen Waffen. Ja, ja. Und wenn du genug Munition hast. Wieso kann ich deine Sachen arbeiten? Weil wir ein Team sind. Falls es dir nicht gefällt. Ja, er macht hier schon wieder nur Quatsch. Ich baue. Und warum macht ihr die Kiste nicht auf, die hier mittendrin steht? Oh, da ist ein Sniper drin. Jetzt habe ich das schon geöffnet. Aber nee, die hier. Ja. Also ich habe jetzt gerade was abgeschmissen. Ah, noch eine Soul-Rifle? Ja, das nehme ich dann das zweite halt. Ja, das ist die ist glaube ich Burst-Modus. Gegenstandslimit erreicht? Was ist das für eine Scheiße? Du kannst nur 5 Gegenstände. Ich glaube, wenn du Materialien sammeln willst, darfst du die Dinger nicht zerstören. Oh, wir müssen uns bewegen. Ach verdammt, alles umsonst gebaut. Du hast echt schon angefangen zu bauen? Ja. Ja, also von den. Kann man hier springen klettern oder? Achso, die springen ja sowieso hoch. Von den Leuten, die ich jetzt gesehen habe, die mal gewonnen haben, die haben sich irgendwo in der Endzone irgendwo hoch was reingebaut. Also musst du auch bauen, das ist nicht nur so ein unnötiger Schnickschnack. Naja, also es scheint schon einen Vorteil zu haben. So, ich habe 600 Holz. Das ist der Recoil der Waffen. Nicht gut. Nicht stark. Ja, also hoch. Du triffst und wenn es sicher ist. Dauerfeuer oder lieber bursten? Mach lieber Burst. Kann ich den umstellen, den Modus? Ne, das ist vordefiniert. Also kann ich auch nicht mehr tappen, sondern. Es gibt Waffen, die haben halt nur einen Burstfeuer-Modus. Die eine, die das. Zu viel in das Spiel rein. Du denkst so viel PUBG. Du kannst froh sein, dass du überhaupt eine Waffe hast in diesem Spiel. Ach, die 1 kann ich nicht umlegen.
Nee, die kann man leider nicht umlegen. Man kann das Ding nicht wegwerfen. Wieso teleportiere ich mich denn die ganze Zeit? Weil deine Oma Netflix schaut. Wahrscheinlich. Eine Beleidigung an, wenn es nicht stimmen würde. Das ist nicht mehr deine Mutter, sondern deine Oma. Deine Mutter guckt Netflix, deine Oma guckt Netflix. Daniel guckt Netflix. Da hinten ist ein Drop. Oder? Ja, da ist ein Ballon. Auch den. Ja, da kommt der nächste Drop schon. Auch mal also den, 15 Vansagen. Vansagen? Die gerade weggeschmissen. Ich hab lieber einen Koffer genommen. Finde ich toller. Ja. Kaum sieht Manu einen Luftballon. Ja. Oh, Loot. Aber er ist stehen geblieben. Stein wäre. Steine ist auch Baumaterial. Ja. Sogar 30 Steine, okay. Ich bin der Einzige. Welche Entfernung schieße ich? Ein großer Bullet Drop da? Weil du hast ja gerade dem Sniper geschossen und da war es ja fast ein gerader Schuss. Ja, es geht. Also, die Sniper hat ein bisschen Bullet Drop. Ah, ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr. Denkt dran, ihr seid beide nicht in der Zone, ihr kommt auf euch zu. Oh ja. Eine Sprungfläche. Achso, Clooney. Manu, Zone. Daniel lebt einen nicht, wenn man außerhalb der Zone ist übrigens. Alter, und wenn man 500 Kilometer weg liegt. Get your facts right. Er war auf der anderen Seite des Sees. Oh Gott, das ist ja hier dieses Arcog-Visier wieder. Ja. Aber das ist recht präzise, also. Bei mir ist noch eine Kiste. Was sind denn die ganzen Gegner? Wie krank. Habe ich mich auch gefragt. Ohne tut so richtig weh oder nur so ein bisschen? Bei mir ist übrigens ein Heilpaket. Also ein Heilpaket. Ja, ein Schild. Also wir haben alle voll Schild. Ja, ich hab. Wir haben alle. Aber mitnehmen kannst du es trotzdem. Zum Auftanken. Tja, das ist das Problem. Achso, die musst du dafür opfern. Ja, du musst einen Slot freimachen, das ist das Problem, ja. Hier oben sind nochmal Bandagen. Ich schmeiß meine Shotgun weg. Ich will schon eine Shotgun haben. Ja, also tatsächlich finde ich, dass drei Waffen und ja. Siehst du das sowieso nicht mehr? Ich sehe da in 105 sehe ich einen Gegner. 105? Ja, du hast den Berg wieder hochgelaufen. Da habe ich auf. Ja, da oben springt der. Am Busch. Oh, ich hätte einfach ohne mich gegangen. Im Osten. Osten zwei Leute. Daniel. Die kommen da den Hügel runter. Ich sehe sie nicht. 105 hast du gesagt? Na, jetzt im Osten. Kann man sich Osten hinlegen? Wegen sich gegen 75. Nein. Entschuldigung. Ah, ich sehe sie. Diese Spiel ist sehr einfach. Oh, ist aber schon ein Bullet Drop. Das war auf den Kopf gezielt und das ging auf die Füße. Hör doch auf, dich zu bewegen, Digga! Im Osten, direkt im Osten, nicht? Ja. Das Haus ist. Ah, die bewegen sich ja. Oh, da kommt genau eine. Unten ist auch ein Sinn. Na, ich guck grad. Ich treff's dann nicht. Ein bisschen unten wird ein bisschen unscharf auf die Entfernung, wenn man ranzoomt, nicht? Ja. Keine Grafikeinstellungen. Nee, das ist, ist so, bei mir ist es auch so. Ja, lass mal bisschen näher rangehen, glaube ich. Ja. Ich treffe die Typen nicht. Aber die lenken ja auch so, das bin ja nicht nur ich. Nein, jetzt hat jemand anders den Kill gekriegt. Ja, ich. Du, irgendwo. Echt? Ja. Weil irgendwo habe ich gerade noch einen Schuss von oben gesehen. Ich habe einmal geschossen. Gestreckte ist auch ein Knockout, oder? Schuss oder was? Ne, die haben oben zum Reviven eine Mauer gebaut. Die Schweinepriester. Clever. Ja, auch erstmal machen. Ich mal Raketen einfach reinhalten. Wir haben eine Mauer einfach hier bauen, wenn sie zu mir kommt. Scheißen drauf. Wir bauen alles ab. Nimm mal einer. Hat jemand von euch Scharfschützenmunition? Kann einer mal das. Ja. Dann nimm mal das Scharfschützengewehr auf. Ich hab aber auch schon ein Scharfschützengewehr.
Das sind die Scharfschützen-Munition. Ja, das Scharfschützengewehr ist hier unten. Achso, das sind die ganzen langen. Das sind die. Woher die, weiß? Die großen. Was ist das, die haben? Das Schuss davon. Ja, normalerweise sind die Schuss. Also ich habe jetzt zum Beispiel. Schuss davon. Also wir haben ein Team, das sich komplett einmauert drüben. Ja, sehe ich. Die sind über den Hügel gelaufen, zwei Mann, glaube ich. Und bauen weiter hinter weiter. Okay, wenn die sich einmauern. Wir können noch zur Seite. Ja, und die haben einen Sniper. Wir können hier um den Hügel rum. Ja, die haben einen dicken Sniper. Wir müssen uns vorsehen. Bei mir nicht. Die sind da aber immer noch. Um den Hügel rum, dann müssen. Links rum, okay, oder wo? Wenn ich hier bin. Hinter den Hügel lang. Nee, ja, also lass mal irgendwie reinlaufen. Lass mal Clooney vorlaufen, ich hab keine Ahnung, wo er, was er redet. Hier diesen Berg umlaufen. In die Zone kommen. Ja. Okay. Aber wir werden beschossen. Also. Verlieren. Einfach nur nach rechts und links laufen, so gut können die nicht schießen. Leckt einfach. Ich ja schon. So, mittlerweile schießen sie alle auf mich, glaube ich. Ja, was, glaube ich auch. Bist ja auch das letzte. Ja, Mann. Schon verstanden. Genau, das habe ich gemeint. Ah, das ist easy. Auf dem Hügel in Südosten zwei. Südosten? Also, drei. Oh, zwei? Jo, der erste hat nämlich schon noch. Ach, Mann, du blockst mich. Das sind doch vier Leute da oben. Oh, das ist ja einfach. Das heißt, man kriegt einer in die Fresse geschossen dann. Waren doch gerade viele Leute gewesen, oder? Ich hab auch vier gesehen. Das ist dieses Team, ja, Team aufgefüllt, von nee, wo kam... Nee, es gibt Leute, die spielen zusammen. Okay. Obwohl man es eigentlich nicht machen soll. Von wo kam der andere Schuss? Kommt noch ein Schuss. Auge des Sturms. Durch die Sound spielt man hier nicht, ja? Nee, nicht unbedingt. Okay, sechs Leute am Leben. Das ist nur noch das andere Team, was da oben ist. Das ja, sechs Leute. Oder meinst du, weil es ein großes Team ist, das zusammen spielt? Nein, es sind drei und wir. Das sind die. Wir ziehen wieder rein, okay. Also vermuten wir mal. Ja, ich gehe mal davon aus. Bei mir kann man hier. Oh, nee. Hier unten ist noch ein Gott. Okay. So viel dazu. Da ist noch einer. Ja, irgendwo, ich höre es knispeln, aber ich sehe keinen. Ah, ich stehe jetzt 60. Hier ein bisschen offen, das mag ich aber nicht. Oh, ich sehe sie. Wie viele? Das ist das Kämpferteam, oder? Oh, ich muss mich heilen. Die sind gerade zu Osten. Lasst euch nicht umlunzen. Die haben die Mega-Sniper, das heißt, einen Treffer ohne Rüstung, ihr seid tot. Und die sitzen natürlich in der Zone, ich kotze ab. Hast du unten einen gesehen? Hm? Die sind hier auf der Treppe. Oh, ich fall runter. Unter uns ist einer. Tot, 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 tot. Genau unter euch steht einer. Wir müssen skippen. Er ist genau unter euch. Steht genau unten am Hügel. Und der Sniper auch noch, dass du. Ey. Duni, was machst du denn? Er hat den anderen Typen erschossen, der euch aufgelaufen hat. Kann man hier nicht die Spieler switchen? Ah, hat uns auch runtergefallen. Alter, leck das. Warum kann ich euch nicht zu. Warum kann ich nicht zu Leo switchen? Nicht. Warum willst du das? Echt mal. Der ist drüben an der Brücke, oder? Nee. Einer ist noch am Haus bei Manu. Ja, die sind da oben auf dem Hügel. Hast du genug Munition, dann zerschießt die. Dann zerschießt die Mauer, Manu. Ich möchte gerne mal sehen, was Leo macht. Nichts wahrscheinlich. Ja, ich kämpfe. Ich hab vergessen, dass sie. Schönes Ding.
Diese scheiß Steuerung. Bin down, Leo. Ja? Wir mussten pushen. Er springt über dich, Leo. Bitte! Jawoll, epischer Sieg! What the fuck? Wie mache ich denn jetzt hier einen Screenshot? Gar nicht.